Seine Mundharmonika hat ihm das Leben gerettet im Ghetto Theresienstadt. Die Geschichte eines 12-jährigen jüdischen Jungen, der gut spielen konnte und deshalb die Hölle überlebte, ist inzwischen weltweit bekannt. Am 10. September hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung Zvi Cohen aus Israel nach Waren-Müritz in Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Der 1931 in Berlin geborene Holocaust-Zeitzeuge nahm die Einladung gerne entgegen. Unzählige Male hat er bereits seine Geschichte und Geschichten erzählt. Vom Judenstern auf der Kleidung, von der Auspeitschung durch die Nachbarskinder, von der Deportation nach Theresienstadt und von der Musik, die die Kinder dort machen durften. Zvi Cohen war eines von ihnen. Der Bewegung ist, dass ich das als eine Art von Mission, Aufgabe ansehe, um die Generationen, die nichts über den Holocaust wissen, genau aufzuklären, was mir persönlich passiert ist. Und ich wende mich an Sie in dem Thema, dass ich sage, wenn ihr meine Geschichte kennt und wenn ihr wisst, was in dem damaligen Deutschland geschehen ist, seid ihr diejenigen, die es vermeiden können, dass so etwas noch einmal passiert. Kurz vor dem Besuch in Waren durfte Zvi Cohen in der Landeshauptstadt einer rührenden Premiere beiwohnen. An diesem Tag wurde auf der großen Bühne des Mecklenburgischen Staatstheaters die Kinderoper Brundibar präsentiert. Das Stück schrieb 1938 der Komponist Hans Graser. 3 Jahre später wurde es im jüdischen Kinderheim in Prag uraufgeführt. 1942 deportierten die Nazis das ganze Heim und auch Hans Graser selbst nach Theresienstadt. Dort hat der Komponist sein Werk mit den kleinen Darstellern über 25 Mal gespielt. Heute ist Zvi Cohen das einzige noch lebende Mitglied der damaligen Truppe. Da ich ja vom Vorbein wusste, was ich auf mich auflade, war es für mich in dem Augenblick, in dem ich anfing zu spielen, war es eine ganz normale und einfache Sache. Aber ich musste mich gut davor vorbereiten. Das war genau vor 74 Jahren, als ich das in Theresienstadt gemacht habe. Und ich sehe das sozusagen als Ehre an, dass eine Stadt wie Schwerin mich einladet, um das wieder zu hören, was ich damals gespielt habe. Vor 21 Jahren besuchten 75 musikbegeisterte Kinder aus Schwerin Zvi Cohen in Israel und führten dort Brundibar auf, für ihn und andere Holocaust-Überlebende. Damit wurde auch der Grundstein für das Festival Verfemte Musik gelegt, das bis heute noch in der Landeshauptstadt jährlich stattfindet. Die Geschichte von Brundibar kam damals das erste Mal ans Licht. Dies bewegte Zvi Cohen dazu, auch seine eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Um zu überleben, mussten Bedingungen bestehen. Und ich bin der Meinung, dass wenn es genug Kinder und genug Leute im Land gibt, die sich dagegen wehren, die nicht an der Seite stehen und sagen, mich geht das nicht an, dann kann es überhaupt nicht geschehen. Wenn die Kinder von heute spielen, ist Zvi Cohen immer zu Tränen gerührt. Er selbst wurde kein Musiker, doch seine Mundharmonika hat ihm in der Hölle das Leben gerettet.